Da machen, Ende. Ja, meine Freunde, mein Name ist Vivat Bevühr von Professional Board and Online Gaming und wir sind auf der Suche nach Raketencodes, zwei Nuklearraketen unterwegs Richtung Amerika und was ist mit der damit? Mit Kreissäge. Geiler Scheiß. Und auch eine mit. So, was ist denn los hier? Was ist denn los hier? Was müssen wir tun? So, egal, wir krachen da rein bei unseren russischen Freunden. Wow. Da hätte es fast Friendly Fire gegeben. Ihr schafft es Team 3. Es kommen Feinde und leichte Panzerwagen von Norden auf euch zu. Ich schlage vor, ihr besorgt euch etwas C4. Oder sucht ein paar schwere Waffen. Hurra. Wo ist dieses Fahrzeug? Werft ihn auch, Kameraden! Er ist erledigt. Bestätigt der Volltreffer. Ah, zum Platzieren vom C4. Ja. 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 Ne, so geht's mal nicht. Also Fakt ist, wir müssen da diesen Panzer dann sprengen. Ihr Scharfschützenteam 2, es kommen Feinde und leichte Panzerwagen von Norden auf euch zu. Ich schlage vor, ihr besorgt euch etwas C4 oder sucht ein paar schwere Waffen. Over. Nochmal. Oh mein Gott, das hat funktioniert. Hier Kommando, Lagebericht, over. Wir sind innerhalb der Umzäunung, nähern uns den Toren zu den Silos, Ende. Ich bin außerhalb der Umzäunung. Schon. Oh, das ist der eigene, sorry. Man. So, da müssen wir die Dragon noch zur Hand nehmen hier, so. Wird das hier nix? Ah, ist auch ein feiner Prügel. Wir brauchen mehr Bodenunterstützung. Remington oder R700 viel lieber spielen. Wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Wieso, Mann? Von oben. Ah, da sind die Jungs. Die Bad Boys. Ich weiß ja gar nicht mehr, wer gut oder böse ist. Ich rück da jetzt einfach mal nach. Okay, Kontrollpunkte rein. Granate! Gib mir Feuerschutz! Da war einer mit dem Raketenwerfer. Wo? Noch immer da oben einer. Wie viele sind denn da im Haus drin, Mann? Ich meine, da drückt man einfach mal fett an hier. Ladung platziert! Zurück! Zurück! Damit konnte keiner rechnen, dass hier noch ein Sammelobjekt versteckt ist. Mehr BMPs! In Deckung! Mehr was? Oh, Multiplayer Map! Zerstören Sie feindliche Panzer.
Das machen wir mit dem Raketenwerfer. Damit können wir die Panzerung aus der Distanz durchbrechen. Ja, nur wo sind die Panzer? Er ist immer noch intakt. Das Ganze nochmal. Brauch noch einen Raketenwerfer. Ich brauche einen Raketenwerfer. Wo sind Raketenwerfer? Hier. Der BMP ist Geschichte. Sauberer Schuss. Oh, danke dafür. Und jetzt? Da ist noch einer, oder? Ah, na klar ist noch einer. Ich brauche Raketenwerfer. Mein. Er ist erledigt. Bestätigter Volltreffer. Dann sprengen wir ihn halt einfach so, wenn wir keinen Raketenwerfer finden. Ist doch scheißegal. Oh, hier wäre er gewesen. Bravo 6, hier Angriffsteam 3. Wir kommen von Nordwesten. Wiederhole, wir kommen von. Oh, das sind schon wieder Raketensilos. Sie überprüfen und bestätigen. Over. Verstanden, Team 3. Wir treffen uns am Nordende der Startbahn bei den Lüftungsschächten. Ende. Ich kann mich bei Gott nicht erinnern, wie diese Multiplayer-Map hieß. Ah, die schneiden das auf. Okay. Ah, ich kann mich einfach an die Story dann überhaupt nicht mehr erinnern. Manche Szenarien sind mir sehr bekannt. Wie? Ich auch? Trupp einklinken! Ah, hier. Okay. Okay, wir sind drin. Und jetzt? Die Raketen fliegen weiter. Team 1 geht rein. Team 2 geht zur Sicherheitszentrale. Team 3 betritt die Basis. Team 4, wir haben gute und schlechte Neuigkeiten. Team 5, die Startkontrolle befindet sich einen halben Kilometer südwestlich. Dort müssen Sie die Abbruchcodes hochladen und so die Raketen in der Luft zerstören. Guess, geh mit den Amis zur Sicherheitszentrale. Soap, Griggs und ich gehen zur Startkontrolle. Verstanden. Kommando, was sind die schlechten Nachrichten? Wir versuchen noch immer, die Abbruchcodes zu bekommen. Over. Zum Teufel damit, wir geben unser bestes Ende. Zum Teufel mit den Abbruchcodes. Braucht doch kein Mensch. Wir brauchen Abbruchcodes, wir erschießen einfach alles und jeden. Alles klar, dann weiter. Und wie das Ganze aussieht, wenn wir alles und jeden erschießen, seht ihr in der nächsten Folge. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Oder abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Euer Viva.